Seit Jerome Powell bei der Pressekonferenz diese seltsamen Sätze gesprochen hat, wir haben über Zinssenkungen debattiert. Seitdem herrscht echtes Chaos in der Fed. Man widerspricht sich hinten und vorne, sendet völlig unklare Botschaften an die Märkte. Die Märkte sagen sich, siehst du, der Fed-Chef hat über Zinssenkungen gesprochen. Jetzt wird es Zinssenkungen geben. Lass die anderen doch sprechen. Es ist eine Euphorie im Markt, wie man sie seit Jahren nicht gesehen hat. Denn die Märkte wollten ja immer die Fed dahin kriegen, wo sie jetzt ist, nämlich über Zinssenkungen zu sprechen. Aber ein wichtiger Punkt geht derzeit ein bisschen unter. Die US-Notenbank hat extreme Scheu, zu nahe an die US-Wahlen ranzugehen mit Änderungen in Sachen Zinsen, weil man sich nicht dem Vorwurf aussetzen will, ihr beeinflusst ja die Wahlen, indem ihr etwa dem Amtsinhaber Biden helft, wenn ihr die Zinsen vor der Wahl senkt oder es nicht tut, damit dem Konkurrenten der Republikaner helft und so weiter und so fort. Und vielleicht macht es dann Sinn, was sozusagen die Dotplots gezeigt haben, die im Median ja von 3 Zinssenkungen ausgehen in diesem Jahr. Und wenn die Fed das tun würde, müsste sie es relativ zeitnah machen, um nicht zu nahe an die Wahl ranzukommen. Aber es ist eben nach wie vor offenkundig große Uneinigkeit bei der Fed, schon letztendlich bei der Frage, hat man über Zinssenkungen diskutiert, ja oder nein. Paul sagte das ja, clearly a topic of discussion, während Williams gesagt hat, we aren't really talking about rate cuts right now, wir haben nicht wirklich drüber gesprochen. Nicht gesprochen oder nicht wirklich oder gar nicht oder habt ihr doch gesprochen? Also diese Kakophonie, die geht unvermindert weiter. Jetzt hat sich gestern San Franciscos Fed-Chefin Daly geäußert und die gesagt hat, naja, 3 Rate-Cuts könnten notwendig sein, um die Geldpolitik nicht zu scharf zu gestalten, wenn die Inflation nach unten kommt. Davor hatte Goolsbee gesagt, ja, ich bin erstaunt über die Reaktion der Märkte, ehrlich, wenn die Märkte immer versucht haben, die Fed dahin zu kriegen, wo sie jetzt offenkundig hingekriegt haben, dann ist natürlich Euphorie im Markt. Der sagt also, ich bin erstaunt, was da sozusagen die Märkte machen. Und Paul wäre sehr konsistent gewesen in seinen Kommentaren. Naja, Anfang Dezember hat er noch gesagt, higher for longer, die Zinsen werden also länger hoch sein. Und Sven Henrik bringt es auf den Punkt, wenn er mal hier diese Kakophonie zusammenfasst, wir müssen vielleicht 3 Zinssenkungen machen oder wir könnten 3 machen, wir diskutieren nicht wirklich über Zinssenkungen. Die Märkte gehen von zu vielen Zinssenkungen aus, ja 6 bis 7, die Fed in den Dotplots nur 3. Wir könnten dennoch mehr als 3 machen. Wir sind erstaunt und verwirrt durch die Reaktion der Märkte. Warum ignorieren die Märkte das, was wir sagen? Also es ist wirklich komplett schwachsinnig, was da aus der Notenbank kommt. Es gibt keine einheitliche Linie. Hat Paul da sozusagen viel mehr Dovisches gesagt, als eigentlich die meisten Fed-Mitglieder wollten, ja oder nein. Paul muss sich demnächst mal vielleicht erklären, so oder so. Wir sehen jetzt, dass die Aktienmärkte so euphorisiert sind wie seit Jahren nicht mehr. Täglicher RSI, Daily RSI, relative Stärkeindex über 81, überkauftestes Niveau seit einigen Jahren. Zuletzt waren wir da am 2. September 2020, damals ging es dann 11% nach unten. In 3 Wochen muss ich sein, natürlich nicht wiederholen, aber eins ist klar, wer jetzt kauft, der kauft in einen sehr überkauften Zustand rein. Und zwar sind wir jetzt seit 27. Oktober dem Tief mal eben um 16% gestiegen in 36 Handelstagen, vor allem die Big Tech Aktien. Fast 100% gestiegen in diesem Jahr, die Small Caps aus dem Russell nur 13%. Wir sehen hier Rekordzuflüsse jetzt in das SPY-ETF, also das maßgebliche ETF auf den US-Leitindex S&P 500. Alle wollen jetzt dabei sein, ja, jetzt wollen wir Aktien kaufen, wenn die Fed umsteuert. Steuert sie um, das ist die Frage, oder wann steuert sie um? 71% der Aktien underperformen derzeit den Index, der, nämlich den S&P, der 23% gestiegen ist. Also die meisten Aktien sind schwächer als der Index. Das gab es zuletzt im Jahr 2020. Und der letzte Bär ist jetzt umgekippt. Das ist der Mike Wilson. Ich hatte gestern schon drüber gesprochen mit dem Argument, naja, wenn die Fed umsteuert, dann ist ein Soft Landing der US-Wirtschaft wahrscheinlicher.
Also ist das Gute für die Aktien, so sagt es, aber es gibt noch einen Last Man Standing, das ist Marko Kolanovic, der allerdings fatalerweise 2022, als die Märkte ja weitgehend gefallen sind oder deutlich gefallen sind über das Gesamtjahr betrachtet, das sagt er, ich bleibe dabei, dass der Konsens ist derzeit, dass eine Rezession vermieden werden kann. Equity Multiples appear rich, das ist natürlich richtig, die Märkte sind sehr, sehr teuer, vor allem die großen Tech-Aktien sind sehr teuer. Die Volatilität ist unusually low. Selbst in einem optimistischen Szenario gehen wir davon aus, dass die Aufwärtsseite limited ist für die Aktienmärkte. Und Zero Hedge hatte mal vor einiger Zeit am 7. Februar gesagt, die Rallye wird nicht, fast vor einem Jahr, die Rallye wird nicht enden, bis Wilson und Marko turn bullish. Wilson ist schon bullish geworden, jetzt fehlt noch Marko. Vielleicht will man heute auf jeden Fall noch das Allzeithoch auch beim Nasdaq sehen, nachdem der Dow Jones ja sein Allzeithoch erreicht hat, wäre das natürlich eine wunderbare Schlagzeile. Jetzt kommen die Bullen wie etwa Fundstrat ums Eck, die mit Tom Lee ja den vielleicht bekanntesten Bullen haben an der Wall Street, die sagen, also wir sind jetzt fast 20% gestiegen seit Ende Oktober im Nasdaq, im Triple Q, also das Nasdaq ETF, und da ist ja noch so wahnsinnig viel Cash an der Seitenlinie, etwa durch diese Geldmarktfonds, die jetzt 5,88 Billionen Dollar haben. Also was passiert, wenn die dann in die Aktienmärkte fließen, so dieses bullische Argument. Allerdings zeigt die Vergangenheit, wie die Bank of America hier gezeigt hat, dass es meistens 12 Monate dauert nach der ersten Zinssenkung, bis Geld aus den Geldmarktfonds wieder in die Aktienmärkte fließt. Die Börsengeschichte zeigt ja, dass die erste Zinssenkung oder die Zeit nach der ersten Zinssenkung keine gute Zeit für die Aktienmärkte ist, weil man sich eben die Frage stellt, naja, warum werden die Zinsen gesenkt? Also da ist viel Potenzial an der Seitenlinie, aber das wird dauern, bis das an den Markt kommt, wenn es nur einigermaßen läuft wie bisher. Und was derzeit läuft, haben wir gestern gesehen, wir hatten gestern positive Indizes, aber der VIX ist trotzdem gestiegen, vor allem aber der VVIX ist seit einigen Tagen deutlich gestiegen. Also das ist die Volatilität des VIX, die Volatilität der Volatilität, könnte man sagen, mit dem Versuch hier eines Ausbruches. Das wird zu beachten sein, was wird da kommen. Wir haben gestern auch gesehen, dass die Renditen etwas gestiegen sind. Und wir haben jetzt, wenn wir mal die Wall Street verlassen und uns nach China begeben, gell, das geht bei mir schnell, ne? Zack, Booms, Wall Street, zack, sind wir schon in Peking unten, gell, rüber über Tokio, dann über Sydney rauf nach praktisch Rom und dann über Stockholm wieder nach Peking, gell? Ne? Das ist das, was Sie in meinen Videos erwarten können. Jetzt haben wir hier die Aussagen der chinesischen Regulatoren, die Unternehmen auffordern, die Dividenden zu erhöhen und Buybacks zu erhöhen. Also die pfeifen jetzt so auf dem letzten Loch, die Chinesen, dass sie jetzt sozusagen versuchen, die Unternehmen aufzuhübschen, damit hier investiert wird. Das Ganze würde dann sozusagen die Verschuldung, die Leverage, die Hebelwirkung bei chinesischen Firmen noch deutlich verschärfen. Die Wirtschaft des Landes ist ja jetzt sozusagen auch Sache des Geheimdienstes. Man versucht, negative Meldungen zur Wirtschaft schnell zu zensieren und die entsprechenden Herrschaften in sozialen Medien oder Analysten sofort zu bestrafen. Allein es hat auch heute wieder nichts geholfen. Die chinesischen Aktienmärkte nicht deutlich, aber doch wieder mit den negativen Vorzeichen. Wir sind jetzt in der Nähe eines 5-Jahres-Tiefs. Wir sehen, dass kaum Geld in chinesische Aktienmärkte fließt. Hier auf der rechten Seite, Ausländer ziehen Kapital ab und die chinesischen Aktienmärkte sind jetzt hier anhand des Shanghai Composite an einem wirklich zentralen Trend, nämlich diesem Trend seit 2005 etwa. Würde es darunter gehen, dann uiuiui. Auf der anderen Seite, natürlich ist echt schon viel ausgebombt in China. Also da ist die Frage, was wird da kommen? Die Bank of Japan jedenfalls, wenn wir jetzt mal von Peking nach Tokio uns beamen, die hat jetzt einmal die Geldpolitik unverändert gelassen. Das schwächt den Yen, Dollar, Yen steigt. Da gab es ja zunächst Gerüchte, Berichte,
dass die Negativzinsen beendet werden könnten, etc. etc. Jedenfalls, die Bank of Japan bleibt unverändert. Und wenn wir jetzt mal nach Europa kommen und unsere wunderbare EZB anschauen, dann mal ein paar Headlines jetzt aus den letzten Tagen. Auch da eine gewisse Kakophonie. Villeroy, der Franzose, sagt, ja, wir sollten die Zinsen senken in 2024, nachdem wir eine Zeit lang die Zinsen unverändert lassen. Kasimir aus dem Baltischen sagt, also verfrühte Zinssenkungen sind gefährlicher, als die Zinsen zu lange zu hoch zu halten. Nagel, der Deutsche, sagt, wir sind wahrscheinlich an einem Peak, aber es wäre zu früh, um über Zinssenkungen nachzudenken. Also das, was offenkundig Villeroy, der Franzose, natürlich macht. Der EZB-Rat wiederum sagt, naja, wir sind uns doch einig, wir lockern später als der Markt erwartet. Aber der Markt erwartet so langsam immer mehr, nachdem die Wirtschaftsdaten aus der Eurozone immer schwächer werden, wie viele Daten zeigen. Das gilt dann auch und vor allem aus Deutschland. Gestern dieser miserable oder sehr schwache IFO-Index, jetzt haben wir hier heute frisch die Exporterwartungen, die vom IFO erhoben werden, gehen wieder weiter nach unten. Die Weihnachtsstimmung bleibt aus, wie insgesamt das Weihnachtsgeschäft auch in Deutschland relativ schwach zu sein scheint, was man bisher hört. Und der deutsche Mittelstand ist zunehmend genervt. Regelwut, hohe Energiekosten, ausufernde Steuern. Die Mehrheit des Mittelstandes will künftig weniger in Deutschland investieren. Das sind Zukunftschancen, die hier verpasst werden mit einer Ampelkoalition, die aus dem allerletzten Loch pfeift. Viele aus meinem Umfeld sagen, also sie erwarten, dass wirklich zeitnah diese Regierung auseinanderbricht. Mal sehen, ob das passiert. Die beteiligten Parteien wissen, vor allem SPD und auch FDP, dass es dann schwer werden könnte bei Neuwahlen. Die Grünen haben so ihr festes Wählerklientel, die immer grün wählen, auch wenn uns der Himmel auf den Kopf fallen sollte. Jedenfalls, das ist sozusagen jetzt diese Situation, die ein wirklich konstantes Abwärtsmomentum hier in Deutschland bringt. Und wenn Deutschland nicht funktioniert, und wir sehen die Einkaufsmanager-Indizes, die Industrieproduktion ganz schwach, vor allem Deutschland, Frankreich, die großen Nationen sind es, die schwach sind. Aber dennoch, EZB-Banker machen wenig Hoffnung auf baldige Zinssenkung. Das ist die erste Artikelempfehlung. Und hier mal die Kakophonie sozusagen aus der EZB. Und die zweite Empfehlung hier, jetzt ist der letzte Bär zum Bullen bekehrt. Warum das so ist und wie hier die Stimmung an der Wall Street ist, hochinteressant. Auch dieser Artikel, der zweite, den ich empfehle. Und jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.